Heute wird spannend. Hendrik Streeck ist zu Gast, einer der bekanntesten deutschen Virologen. Herr Streeck, Sie sind andauernd im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen, sind schon sehr im Fokus. Das stelle ich mir ganz schön anstrengend vor. Wie entspannen Sie mal? Gibt es Momente, wo Sie gar nicht an Corona denken? Ja, das passiert eigentlich jedes Mal, wenn ich nach Hause komme und der Hund mich anspringt. Und da ist man ja in einer ganz anderen Welt mit ihm. Da geht es dann um Spielen, um die zerfetzte Socke, die er hat und solche Fragen. Da ist man sehr schnell raus aus dem Thema. Das ist schön. Der Hund ist leider nicht hier und ich kann Ihnen noch nicht ersparen, dass Sie einige Fragen zum Thema Corona beantworten müssen. Aber deshalb sind Sie ja auch hier. Sie können gespannt sein auf die Sendung. Geht jetzt los. Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen. Einen wunderschönen guten Abend. Wir stecken mittendrin in der Corona-Pandemie. Alle wollen wissen, wie es weitergeht. Niemand hat darauf eine endgültige Antwort. Täglich gibt es nicht nur neue Infektions- und Todeszahlen. Es gibt auch immer neue Studien, Forschungsergebnisse, Impfstoffe, Mutationen. Einigkeit gibt selten, weder unter Politikern noch unter Ärzten noch unter den neuen Popstars der Wissenschaft, den Virologen. Einer der bekanntesten Vertreter dieser Zunft, der Direktor des Instituts für Virologie an der Uniklinik Bonn, Professor Hendrik Streeck, ist zu Gast auf dem Roten Sofa. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Herr Streeck, als das losging, vor einem guten Jahr, als das so allmählich zu uns rüberschwappte, diese ganze Corona-Pandemie, hätten Sie da gedacht, dass Sie so in den Fokus, ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit rücken würden, wie das dann passiert ist? Nein, also überhaupt nicht. Ich habe auch damals nicht gedacht, also das muss ich ehrlich sagen, dass das so lange dauern wird. Ich habe schon, vielleicht war da auch ein Wunschdenken dabei, gehofft, dass das früher vorbei sein wird. Also ich habe zwar sehr früh gesagt, wir werden anfangen, mit dem Virus zu leben, aber ich habe nicht geglaubt, dass es so ein Interesse dauerhaft daran geben wird. Genießen Sie das auch ein bisschen, so im Rampenlicht zu stehen? Es gibt positive Momente davon, aber es gibt auch negative Momente davon. Also die positiven sind natürlich, wenn man auch seine Forschung nach vorne bringt, wenn man auch Gehör findet, wenn man die Wissenschaft kommunizieren kann. Wissenschaftskommunikation macht mir unheimlich Spaß. Die negativen Momente dabei ist dann, wenn man Exekutionsaufforderungen geschickt kriegt, wenn man Anzeigen kriegt bei der Polizei oder ähnliches. Hat beide Seiten leider. Sie polarisieren ja stark, Sie werden auch immer wieder kritisiert. Warum das ist, darüber sollten wir auf jeden Fall auch noch sprechen. Aber zur aktuellen Situation, wie beurteilen Sie den Status quo? Haben wir momentan Anlass zur Hoffnung? Die Zahlen gehen ja leicht runter. Das stimmt, die Zahlen gehen leicht runter. Die Maßnahmen, der Lockdown scheint zu wirken. Das ist ja erstmal gut. Also auch da, dass wir ja vereinzelt in den verschiedenen Städten die Mutation sehen. Also was ja wohl sich so im einstelligen Bereich immer noch bewegt, wir haben auch in unserem Labor mehrere gesehen, scheinen trotzdem auch die Maßnahmen zu wirken. Das ist erstmal eine gute Entwicklung, dass die Infektionszahlen nach unten gehen. Jetzt muss man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Zum Glück kommt dann bald der Frühling und der Sommer, der weiter uns wahrscheinlich auch helfen wird, die Infektionszahlen zu drücken. Ja, der Virologe Hendrik Streeck ist zu Gast. Was halten Sie davon, Privilegien für Geimpfte einzuführen? Ja, es geht ja erstmal gar nicht um Privilegien, sondern eigentlich darum, um die Grundrechte, die wir alle Menschen ja haben. Ich sehe das extrem kritisch, wenn man das wirklich durchdenkt, ob es bestimmte Menschen durch die Impfstoffe oder durch die Impfung eher bestimmte Sachen machen dürfen als andere. Einmal stellt sich die Debatte für mich gar nicht, weil wir noch gar nicht wissen, ob der Impfstoff wirklich vor der Infektion schützt und dafür schützt, dass das Virus nicht auch weitergegeben wird. Zweitens können gerade gar nicht die ganzen Menschen geimpft werden, die geimpft werden sollten. Und das Dritte, es gibt Menschen in der Bevölkerung, die gar nicht geimpft werden dürfen, aufgrund ihres Immunstatus zum Beispiel, also weil sie immunsupprimiert sind. Oder zum Beispiel auch Kinder können nicht geimpft werden. Also daher finde ich die Debatte im Moment sehr schwierig darum. Und es geht eben darum, da auch ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Wir sind gemeinsam in der Pandemie und wir müssen da auch gemeinsam raus. Sie sind ja geimpft worden vor 2 Tagen. Sie haben ja viel mit Viren zu tun, ist ja auch einleuchtend. Wie war das denn?
Also ich muss erst mal sagen, ich war sehr überrascht, dass ich dran war mit dem Impfen. Ich habe mich auch rückversichert bei unserem ärztlichen Direktor, ob ich wirklich schon geimpft werden sollte. Die Impfung, meine Impfreaktion war recht stark bei der ersten Impfung, die ich jetzt bekommen habe. Das war der Moderna-Impfstoff, wo ich dann doch so ein bisschen fiebrig geworden bin, mich krank gefühlt habe und dann immer noch so ein bisschen Armschmerzen habe, wo der Impfstoff reingekommen ist. Das ist individuell, ne? Es gibt ja Leute, die gar nichts merken. Ja, also ich kenne Kollegen, die hatten noch heftigere Reaktionen und Kollegen von mir, die hatten gar keinen Effekt davon. Aber es ist ja trotzdem kein Grund zu sagen, ich lasse mich nie impfen. Ne? Ein bisschen, das übersteht man ja. Ich bin Impf-Fan. Also ich finde, das ist das Beste, was wir eigentlich machen können, um vor Infektionen uns zu schützen. Generell auch bei der Grippe oder anderen Infektionen. So eine Nebenwirkung ist auch eigentlich was Gutes, weil es zeigt, dass das Immunsystem reagiert, anspringt. Und das wollen wir ja genau erreichen mit so einer Impfung. Ja, Herr Strick, ich habe gestern mit Dominik Bloyer über das Thema Obdachlose und Corona gesprochen. Er hat gesagt, er hat noch nie einen Virologen über dieses Thema sprechen hören, wie hoch die Infektionszahlen sind, ob da überhaupt getestet wird. Wissen Sie was darüber? Ja, das ist in der Tat ein Problem, was wir haben, dass wir in bestimmten Gruppen überhaupt nicht testen und uns auch gar nicht damit beschäftigen. Das sieht man auch weltweit zum Beispiel, dass die Impfstoffverteilung im Moment sehr ungerecht ist. Gerade in den dritten Weltländern, da wird gar nicht darüber gesprochen, dass da Impfstoffe hinkommen, dass es da eine gerechte Verteilung hingibt für die Impfstoffe weltweit, sondern es sind gerade die Industrienationen, die sich um die Impfstoffe bekämpfen. Und genauso ist es eben auch bei den Randgruppen hier in Deutschland, da gibt es wenig Studien, wenig Forschung zu. Aber auch es merkt man mit solchen Beiträgen, dass man sich nicht viel zu wenig eigentlich damit beschäftigt, wie da auch der Impfstoff hinkommt zu den Personen, die eigentlich schon Anspruch haben. Ja, wir haben einen Anfang gemacht, wir bleiben dran. Bevor wir weiterreden, stellt Ihnen Vivian Winzer, Professor Hendrik Strick. Teil unseres Lebens bleiben. Und auch wenn ein Impfstoff da ist, werden wir noch Jahre mit diesem Virus zu tun haben. Seine Corona-Studie aus dem Landkreis Heinsberg macht den Wissenschaftler plötzlich prominent, aber auch umstritten. Seine Aussagen polarisieren. Hendrik Strick wünscht sich, dass wir bemerken, dass solche Erkrankungen, solche Pandemien auch nur international gelöst werden können. Welchen Umgang mit dem Virus er für richtig hält, jetzt bei uns, Professor Hendrik Strick. Sie haben sich sehr kritisch beäugt gerade. Selbstkritisch. Ja, ist es ja ein Jahr Pandemie und ein Jahr Fernsehauftritte. Und da guckt man sich natürlich an, was man davor auch gesagt hat, was man vielleicht jetzt auch nicht mehr so sagen würde. Das ist ja für jeden ein Lernprozess dabei, weil Wissen ist immer ein Wissen auf Zeit, was man hat. Und was man heute sagt, kann morgen schon wieder anders sein. Ich habe gestutzt mit der Frage, dass ich polarisiere, weil ich genau das Gegenteil erreichen will. Aber vielleicht klären Sie mich auf. Da kommen wir sofort zu, vielleicht noch mal kurz zu einer Aussage, die Sie auch mal gemacht haben, weil man guckt ja auch so ein bisschen, man hat ja alles jetzt immer, man hat Mediatheken, man hat Zeitungsarchive, man kann ja alles nachlesen. Sie haben gesagt, Sie glauben nicht, dass eine zweite Welle kommt. Jetzt sind wir ja mittendrin, was ist da falsch gelaufen? Haben Sie es falsch vorhergesehen oder sind einfach die falschen Maßnahmen ergriffen worden, um das zu verhindern? Also das ist für mich erstaunlich, dass mir das immer wieder vorgelegt wird, weil sogar die Titanic ein Bild von mir gemacht hat mit einer Dauerwelle, weil ich immer wieder von der Dauerwelle gesprochen habe. In der Sendung, das war eine Landsendung, habe ich gesagt, da ging es um den Sommer. Und da hat Herr Lauterbach mit dem Ausbruch die zweite Welle angekündigt. Da habe ich gesagt, nein, wir werden jetzt im Moment immer wieder solche Hotspots sehen, wo einzelne Ausbrüche, die wir wieder kontrollieren können. Es gibt keine zweite Welle. Der Begriff zweite Welle ist in meinen Augen für Coronaviren auch nicht angebracht. Das haben wir bei der Grippe, wo es die erste Welle gibt, das Virus ist weg und dann kommt das Virus wieder in der zweiten Welle. Das ist beim Coronavirus und darum habe ich gesagt, es gibt eine Dauerwelle, weil es geht hoch und runter und verschwindet eigentlich nie. Wenn man die letzten 10 Jahre von heimischen Coronaviren anschaut, haben wir diese Dauerwellenbewegung.
Und das meinte ich, es gibt keine zweite Welle. Wir sind in einer Dauerwelle. Aber das ist auch mein Lernprozess mit den Medien, dass ich gemerkt habe, dass mir da einzelne Sachen aus dem Kontext immer wieder vorgehalten werden. Halten Sie denn das, was momentan, den Status quo momentan, also diesen Lockdown und der auch jetzt immer wieder verlängert wird, halten Sie das für eine richtige Maßnahme? Dadurch, dass wir nicht gelernt haben, wie sich das Infektionsgeschehen verhält und wir nicht genau wissen, warum sich die Leute infizieren, wo sie sich infizieren, wo sie sich am häufigsten infizieren, ist der Lockdown die richtige Maßnahme, um die Infektionszahlen runterzubringen. Wir müssen die Infektionszahlen runterbringen, weil wir sonst eine Überbelastung des Gesundheitssystems haben. Mir wäre es wichtig, dass wir mehr lernen in dieser Pandemie. Dass wir verstehen, warum sich Leute infizieren, wo sie sich infizieren, welche Maßnahmen wirken, welche nicht wirken und dass wir auch immer darüber nachdenken, was unser Plan B, C, D ist, wenn mal etwas nicht funktioniert, wenn der Impfstoff zum Beispiel nicht geliefert wird, wenn der Impfstoff schlechter wirkt auf Mutanten, was passieren kann, also Variationsbildung. Diese Fragestellung, die sollten wir jetzt schon beantworten. Und wir können auch jetzt schon darüber nachdenken, wenn wir im Sommer niedrige Fallzahlen haben, wenn wir vielleicht doch im Herbst wieder hohe Fallzahlen haben sollten, nächsten Herbst, wie gehen wir damit um? Was sind denn unsere Konzepte, mit höheren Fallzahlen im Herbst wieder umzugehen? Vielleicht kommt es ja gar nicht dazu. Aber es wäre mir lieber, mich jetzt darauf vorzubereiten, als das kurzfristig erst zu machen. Sind Sie der Meinung, dass da politisch was falsch läuft, dass da zu kurzfristig geplant wird? Ja, am Anfang war es richtig, glaube ich, situativ zu planen, kurzfristig zu planen und auch zu sehen, wie verhält sich das Infektionsgeschehen, was bedeutet dieses Virus in Deutschland. Wir haben die Bilder aus Bergamo gesehen, die ja wirklich Angst gemacht haben. Also ich habe mich selber auch erschrocken bei den Bildern, die wir da gesehen haben. Aber jetzt, wir sind seit dem Sommer in einer Zeit, wo wir planen müssen und am besten über einen dauerhaft interdisziplinären besetzten Krisenstab, der vorausplant und sagt, welche Fragen müssen wir eigentlich gerade beantworten? Funktionieren zum Beispiel Hygienekonzepte? Welche Hygienekonzepte funktionieren besser? Das sind ja wichtige Fragen und das können natürlich keine Ministerpräsidentenkonferenzen sich mit beschäftigen, aber dass wir solche Fragen aufwerfen, an die richtigen Arbeitsgruppen geben und dann für das deutsche Volk geforscht wird, nämlich dass das zentral auch koordiniert und die Datenlage zusammengebracht wird. Das würde ich mir wünschen. Sind Sie der Meinung, also haben Sie auch schon gesagt, dass Sie nicht genug gehört werden, also dass Sie nicht von der Politik genug zur Rate gezogen werden, vor allen Dingen von der Bundespolitik? Ja, ich denke, es geht ja nicht um mich als Person dabei. Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Experten, die da kritische Stimmen bringen. Das ist Herr Schrappe, Herr Gleske, Herr Stör, Jonas Schmidt-Schanasit, Herr Antes, Gerd Antes, sehr angesehener Medizinstatistiker, die sich die Fragen stellen, was sind denn jetzt im Moment die richtigen Maßnahmen, was sind die richtigen Fragestellungen, die wir beantworten müssen. Ich glaube, das Problem ist, dass wir oder dass Virologen sich mit dem Virus beschäftigen, aber Virologen ja gar nicht die Antwort haben auf die sozialen Folgen, auf die psychologischen Folgen. Was macht das mit den Kindern? Das ist nicht das Fachgebiet der Virologen. Darum würde ich mir viel mehr wünschen, dass solche Experten viel auch zu Rate gezogen werden. Wir haben eben so über das Polarisieren schon gesprochen. Es ist ja auffällig, dass es innerhalb der Virologenschaft offensichtlich auch unterschiedliche Lager gibt. Also man hat das Gefühl, und es gab gerade ein langes Spiegel-Interview mit Christian Drosten, man hat das Gefühl, dass also Christian Drosten und Sie doch zu unterschiedlichen Fraktionen gehören. Offensichtlich reden Sie ja auch gar nicht miteinander, was man gar nicht versteht. Sehen Sie sich als Konkurrenten oder Sie vielleicht einer von beiden, den anderen als Konkurrenten? Wie ist das entstanden? Also dieser Virologenstreit oder Virologenbattle ist sehr von den Medien hochstilisiert worden. Also wo ich mich auch manchmal frage, was das bringt, warum das so hoch
gebauscht wird. Ich bin der Nachfolger von Christian in Bonn. Er hat mir bei den Verhandlungen mit der Universität geholfen, auch mir Ratschläge gegeben, was man da verhandeln kann und was nicht. Wir haben auch während der Pandemie am Anfang recht häufig gesprochen. Wir haben eine andere Herangehensweise an so eine virale Infektion. Gibt es kein richtig oder falsch daran. Er beschäftigt sich sehr damit, wie das Virus aussieht, um es vereinfacht zu sagen, also wie es aufgebaut ist, was es für Eigenschaften hat, ob es bestimmte Schnittstellen hat, wo es leichter in die Zellen eindringen kann und sowas. Also eher viruszentriert, wenn man es vereinfacht sagen will. Mhm. Und er ist da ein hervorragender Wissenschaftler. Also, meine Arbeit ist eher darum, wie reagiert der Körper darauf? Darum haben wir auch uns als erstes mit den Symptomen beschäftigt. Wie reagiert das Immunsystem darauf? Was ist das Zusammenspiel zwischen Virus und Mensch? Mhm. Das sind zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen an das gleiche Virus. Und da kann man jetzt gar nicht sagen, der eine liegt richtig, der andere liegt falsch, sondern ist es eigentlich komplementär, was wir machen. Aber wenn Sie dann von der Presse so gegeneinander aufgehetzt werden, warum reden Sie nicht einfach mal miteinander und räumen das dann gemeinsam aus der Welt? Das wäre doch ganz einfach. Weil wir als Bürger sind ja verunsichert. Wir denken, die Wissenschaftler müssen es doch wissen. Jetzt streiten die sich noch. Wie kommt das? Also wir können gerne auch mal öffentlich ein Gespräch führen, wo alle, also dass man sieht, dass wir gar nicht so weit auseinander liegen. Also das ist ja nicht so, dass da verhärtete Fronten sind, wo man ja gegeneinander arbeitet. Also würde ich sehr gut finden, wenn wir das mal machen würden. Können uns beide ja mal zusammen einladen. Ich werde das mal an anderer Stelle vorschlagen. Ganz kurz noch, macht Ihnen das was aus, wenn Sie dann so teilweise auch wirklich übel, nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern auch in der Presse wirklich schlecht hingestellt werden? Also im Spiegel stand, Sie und Schmidt-Chanasit seien genauso schlimm für die Pandemie wie Corona-Leugner. Das ist ja schon harter Tobak. Ja, also diese eine Sache hat mich wirklich geschockt. Und generell muss ich sagen, dass der ganze Umgang, der da zum Teil gepflegt wird im Journalismus, also die das auch so verhärten, das ist ja fast schon ideologische Verhärtung, dass mir das manchmal schlaflose Nächte bereitet. Weil es geht ja überhaupt nicht darum, dass hier irgendjemanden schaden will. Sondern wir wollen alle das Gleiche erreichen. Wir wollen alle, dass wir mit möglichst wenig Schaden durch diese Pandemie kommen. Und das sollte man sich vielleicht auch mal fragen. Wenn ich sage, wir müssen da differenzierter rangehen, wir können jetzt nicht nur von Lockdown zu Lockdown zu Lockdown gehen. Da geht es mir ja nicht darum, Schaden anzurichten, sondern die Frage, die dahinter steckt, ist, was macht eigentlich das Lockdown mit den Menschen? Was macht das psychologisch mit den Menschen, soziologisch mit den Menschen? Das sind ja Dinge, die wir überhaupt nicht erfassen. Jedes Medikament, und der Lockdown ist ein Medikament gegen das Virus, hat auch eine Nebenwirkung. Und die Nebenwirkung kennen wir gar nicht so gut. Und das ist mein Hinweis darauf. Ja. Es wäre für mich sehr einfach zu warnen. Und ich glaube, da würde ich mich sehr gut einreihen, dass ich einfach sage, es ist alles ganz schlimm. Wir haben Mutationen und wir müssen warnen. Dann würde ich mir ja selber eher auch einen Gefallen tun, wenn ich das mache, weil ich mich dann so ein bisschen zurücknehme und da auch keinem widerspreche. Aber ich denke, dass wir differenziert auf so eine Pandemie schauen müssen. Und darum bin ich vielleicht manchmal ein bisschen kritischer in den Aussagen, aber es geht mir darum, Schaden abzuwenden. Ja, das wäre auch merkwürdig, wenn es Ihnen um was anderes gehen würde. Das kann man sich auch nicht vorstellen. Wir haben noch einen weiteren interessanten Beitrag. Es sind ja nicht nur die Infektionszahlen, die steigen. Auch die Zahl der Menschen wächst, die eine Corona-Infektion gut überstanden haben. Vermeintlich gut, muss man sagen. Viele von ihnen leiden nämlich unter den Spätfolgen von Covid-19. Heike Schieder war in einer Lungenfachklinik in Heiligendamm mit einem darauf zugeschnittenen Therapieangebot. Sie alle hatten Corona, vor einem halben Jahr und länger, aber gesund sind sie bis heute nicht. Das war, als ob ein Schalter gekippt wurde und mein Körper ausgetauscht wurde. Der Gesunde wurde weggenommen und mir wurde ein Kranker gegeben.
Peggy Grähn infiziert sich im März vergangenen Jahres, bemerkt ihre Erkrankung selbst gar nicht, hat nur wenige leichte Symptome. Zu leiden beginnt sie erst unter den Folgen. Richtig krank bin ich tatsächlich erst im Juni geworden, Monate später. Dann denkt man ja, so habe ich auch gedacht, das wird wieder gut. Aber tatsächlich war es so, dass es nicht besser wurde. Also ich bin wirklich über viele, viele Wochen, das wurden dann Monate, schwer krank gewesen und es wurde nicht besser. Die Krankheit ist nicht vorbei, auch wenn bei ihr keine Viren mehr im Körper nachgewiesen werden können. Meine Symptome, vordergründig die körperliche Schwäche mit völliger Abgeschlagenheit, Körperschmerzen, Schwindel, das hatte ich ganz lange, extrem Schwindel und Konzentrationsstörungen. Zunächst findet sie keine Erklärung dafür. Da sie gesund und kräftig aussieht, stößt sie auf wenig Verständnis mit ihren Beschwerden. Die Merian-Klinik in Heiligendamm hat sich auf Patienten wie Peggy Grähn spezialisiert. Über 340 Patienten aus ganz Deutschland hat Dr. Jördes Frommholz seit Beginn der Corona-Pandemie hier schon behandelt. In ihre Klinik kommen zwei Patientengruppen. Die sehr schweren Verläufe, aber eben auch die Patienten, die vermeintlich leichte bis mittelschwere Akutverläufe haben und dann aber mit einer gewissen Latenz, also so von 1 bis 3 Monaten, wieder Symptome vermehrt bekommen. Und dazu zählt insbesondere die Leistungsminderung, Fatigue-Symptomatik, aber auch ausgeprägte neurologisch-kognitive Einschränkungen bis hin zu demenziellen Symptomen. Wie viele der Erkrankten tatsächlich von Spätfolgen betroffen sind, darüber gibt es noch keine gesicherten Daten. Die Patienten werden körperlich und neurologisch therapiert. Es geht darum, die richtige Atemtechnik wieder zu erlernen und auch bei Ausdauer- und Krafttraining beizubehalten. Ein weiteres Element sind die Gespräche in der Gruppe. Ich schaffe jetzt auch schon eine Etage höher, besser. Also am Anfang musste ich bei der zweiten Etage immer Pause machen. Ich wohne in der dritten und jetzt schaffe ich es schon ohne Pause in die dritte. Aber im Schneckentempo, aber egal. Aber es geht. Mhm. Neben Heiligendamm bieten inzwischen auch viele Universitätskliniken Post-Covid-Behandlungen an, stationär und ambulant. Es muss eben Anlaufstellen geben und das muss irgendwie koordiniert sein. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Aufklärung zu betreiben, Anlaufstellen möglich zu machen und dann die richtigen Therapiemaßnahmen einzuleiten. Peggy Grähns Ziel ist es, den Alltag wieder bewältigen zu können. Ein kurzer, milder Verlauf der Covid-Erkrankung, der aber dennoch ihr ganzes Leben verändert hat. Wünschen würde ich es mir, dass es mal so ist, wie es war. Auf der anderen Seite, gerade die Welt gerät ja aus den Fugen, auch durch die Pandemie. Für keinen ist das Leben mal so, wie es war, aktuell sowieso nicht. Und vielleicht erreiche ich eine Menge noch, da bin ich mir sicher, auch in meiner Gesundwerdung. Und ich werde aber, glaube ich, schon andere sein als vorher. Aber das ist nicht schlimm. Ja, das sind Fälle, das bedenkt man eben gar nicht so, dass man nicht unbedingt gesund ist, ne, wenn man so eine Covid-Erkrankung hinter sich hat. Sie haben ja nun, Sie sind ja der Mann hinter der Heinsberg-Studie. Sie waren ja der Erste, der sich überhaupt intensiver mit ganz konkret mit einem Gebiet auseinander beschäftigt hat, wo es Ausbrüche gab. Und Sie haben auch jetzt gerade ein Buch drüber geschrieben. Wie sind denn Ihre Erfahrungen da, was die Spätfolgen angeht? Haben Sie da auch schon Werte? Ja, also zu den Spätfolgen machen wir selber nicht die Studie, also von der Virologie aus, sondern von dem Zentrum für neurologische oder neurodegenerative Erkrankungen. Die machen eine Studie in Heinsberg, auch mit den Heinsbergern, die bei uns in der Studie waren. Das müssen Fachleute wirklich sich anschauen, was da potenziell Spätfolgen sein können. Wir unterstützen das, wir helfen dabei, aber es ist jetzt nicht von unserem Fachgebiet die primäre Fragestellung. Das finde ich auch richtig so, dass da andere Disziplinen sich das anschauen. Was haben Sie denn bisher herausgefunden in Ihrer Studie? Nun, wir haben ja mehrere Studien in Heinsberg durchgeführt. Ganz am Anfang sind wir wirklich von Haus zu Haus gezogen, um das Virus zu verstehen, um auch Blutproben zusammen zu schauen, wie reagiert das Immunsystem eigentlich auf das Virus. Das war März, April. Wir wussten gar nichts über das Virus bisher. Und da haben wir ja sehr schnell diesen Geruchs- und Geschmacksverlust beschrieben. Was ich interessant fand, ich habe das diese Woche in der New York Times gelesen, es gab neben New Yorker, es gab zwei
Es gab eine andere Gruppe, die das in der gleichen Woche im Iran beschrieben hat, aber vorher wusste keiner von dieser Symptomatik. Übrigens ja auch eine Spätfolge. Ja. Ne? Ich habe einen Kollegen, der hat das seit über einem Jahr und ist immer noch nicht richtig weg. Ja. Und es gibt verschiedene Erklärmodelle, woran das liegt, dass einige das, dass es so lange dauert, zurückzukommen. Aber es ist wichtig, in meinen Augen, solche Symptomatiken früh zu verstehen, damit wir auch einschätzen können, wo müssen wir denn potenziell gegensteuern? Also was bedeutet eigentlich die Infektion für den Menschen dabei? Und darum waren wir da in den Haushalten, wo wir ja auch Abstriche überall gemacht haben, um zu schauen, wo finden wir Virus? Auf welchen Gegenständen kann man Virus nachweisen, wo wir ja im Toilettenwasser manchmal Virus gefunden haben, was darauf hingedeutet hat, dass man auch über den Darm Virus ausscheiden kann. Haben Sie denn verlässliche Ergebnisse über die Ursachenforschung? Also das ist ja immer das, was man nicht so richtig weiß. Wo kommt es her? Wo infizieren sich die Leute in erster Linie? Ja, also die Ursachenforschung, also wo sich die Menschen infizieren, da haben wir eigentlich gar nicht so gute Daten in Heinsberg gesammelt. Und das ist ja auch immer noch ein Problem in Deutschland, dass wir das nicht so ganz verstanden haben. Aber warum? Woher kommt das? Das ist doch so wichtig. Ich sehe das auch als ganz entscheidend an, dass wir diese Frage besser beantworten. Eine einfache Frage, die hat auch Gerd Antes aufgeworfen, war, wenn jedes Gesundheitsamt die Infizierten fragen würden, welchen Beruf sie nachgehen, könnte man viel besser verstehen, ob es Berufsgruppen gibt, wo man sich gehäuft infiziert, im Großraumbüro, unter Pflegern und Pflegerinnen oder aber Lehrer, das wissen wir aber gar nicht. Wir nehmen viel an, dass es im häuslichen Umfeld stattfindet, also die Infektion. Mhm. Unter den Familien haben wir in Heinsberg gar nicht so eine hohe Infektionsrate gesehen. Also wenn eine Person im Haushalt infiziert war, war es eine Wahrscheinlichkeit von rund 15%, dass sich eine weitere Person infiziert hat. Also das ist sehr typisch für solche respiratorischen Viren. Das ist anders bei so einem Norovirus oder Rotavirus, was ja Durchfälle und Erbrechen macht. Da, wenn einer sich übergeben muss, dann hat es meist die ganze Familie, genau. Und was sagen Sie zum Beispiel zu den Schulen? Also haben Sie da irgendwelche Erkenntnisse? Können Sie da sagen, ja oder nein? Es geht ja, ist ja auch ein ständiges Hin und Her. Schulen und Kindergärten öffnen oder nicht? Das ist wirklich eine schwierige Frage mit den Schulen. Also viele Studien, also es sind ja unglaublich viele Studien gemacht worden. Also die kann man ja auch gar nicht mehr alle lesen, weil pro Tag fast 800 neue Studien zu Corona weltweit rauskommen. Das kommt man gar nicht mehr hinterher. Aber es gibt unheimlich viele Studien zu Schulen und die meisten von denen zeigen, dass im Alter unter 12 die Infektion niedriger ist als bei Erwachsenen. Das ändert sich ab dem höheren Alter bei Kindern, dass sie genau häufig infiziert sind wie Erwachsene. Aber dass man sagen kann, dass in die unteren Jahrgänge, auch die Kitas, dass dort das Infektionsgeschehen nicht so groß ist. Was aber nicht bedeutet, dass Kinder nicht auch mal infiziert sein können und die Eltern infizieren können. Das haben auch wieder Studien gezeigt. Ein Riesenthema ist ja auch immer diese Studien. Es macht einen, also wenn Sie schon nicht mehr durchblicken, wie soll man da als Normalbürger durchblicken? Ein Riesenthema sind auch immer öffentliche Verkehrsmittel. Ja, fährt man mit Bussen und Bahnen, infiziert man sich da. Deswegen muss man da jetzt auch FFP2-Masken tragen oder in Zügen. Ich erinnere mich, dass Sie auch mal am Anfang gesagt haben, da war ich sehr überrascht, bei SternTV war das, da haben Sie gesagt, nö, man kann unbedenkenlos in den Bus einsteigen. Heinsberg zeigt nicht und China auch nicht, dass man sich da infiziert. Würden Sie das auch heute wieder revidieren? Nein, das würde ich heute revidieren. Ganz sicher. Ich glaube, wir haben in Heinsberg hatten wir damals noch gar keine Daten zu, aber ich hatte damals auf die Studien zu China, das war's, genau, verwiesen. Und da hatte man das untersucht. Im März war das und keine Infektion im öffentlichen Nahverkehr gesehen. Im Übrigen gibt es mittlerweile unheimlich viele Studien auch dazu, auch in Paris und in London. Und da sieht man auch kein gehäuftes Infektionsgeschehen, was auf die Metro dann in Paris oder in London zurückzuführen ist. Also in London hat man sogar die Luft in der untersucht, ob man da irgendwo in Aerosolen Viren finden würde. Und man ist nicht fündig geworden. Trotz allem würde ich meine Aussage revidieren, weil ich
denke, dass das ein Bereich zumindest im Moment ist, wo wir so im Dunkeln tappen, wo die Infektionen stattfinden, dass ein Bereich ist, wo Menschen immer noch sehr eng gedrängt beieinander sind und wir vielleicht nicht genau hingeschaut haben, ob es da nicht doch häufiger zu Übertragung kommt. Also halten Sie sich auch für richtig, dass man da FFP2 oder medizinische Masken tragen muss? In jedem Fall. Wenn auch nicht jede die Welt mit derselben Wucht wie die Corona-Pandemie getroffen hat, es hat immer Epidemien und Pandemien gegeben. Die meisten von ihnen wurden von Tieren auf den Menschen übertragen. Und Lars Kaufmann nimmt Sie jetzt mal mit auf eine kleine Zeitreise. Es ist das Jahr 340 vor Christus, Peloponnesischer Krieg. Im belagerten Athen sterben bis zu 100.000 Menschen an einer mysteriösen Krankheit, die sich rasend schnell verbreitet. Es ist die erste von einem Geschichtsschreiber dokumentierte Pandemie der Menschheit. Wissenschaftliche Studien legen jetzt nahe, wer wohl Schuld hat. Die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern von Goofy und Lancelot. Vielleicht so. Ein Virus wechselt den Wirt. Wir haben ein historisches Ereignis, in dem ein vom Rind auf den Menschen überspringender Virus mutiert. Das heißt, die Viren, die Rinderpest, die inzwischen ausgerottet ist, sind eng verwandt, am nächsten verwandt mit denen, die bei Kindern, bei uns Menschen, Masern hervorbringen. Tierische Krankheiten beim Menschen. Zoonosen, Spezialgebiet von Matthias Glaubrecht, Leiter des Zentrums für Naturkunde an der Uni Hamburg. Du bist ja neugieriger. Hm? Das ist schon eigentlich erstaunlich, dass wir uns das überhaupt nicht mehr so richtig klar machen, dass ein Großteil unserer Krankheiten, unserer Kinderkrankheiten ursprünglich mal eben Viehseuchen gewesen sind. Mumps, Röteln, Masern. Zoonosen aber stammen nicht nur von Nutztieren. Prädestiniert die Fledermausarten. Alleine 3000 unterschiedliche Coronaviren wurden in ihnen nachgewiesen. Um so Menschen krank zu machen, braucht es aber nicht nur Wildtiermärkte. Stichwort Wuhan. Der Mensch rückt den neuen Viren immer dichter auf den Pelz. Dadurch kommen auch die Nutztiere oder viele andere Zwischenwirte mit den Überträgern näher in Kontakt. Das heißt, je mehr wir von den natürlichen Lebensräumen einschränken und je mehr wir mit den Tieren in Kontakt kommen, desto mehr setzen wir uns auch dieser Gefahr aus. Und außerdem durch unsere Globalisierung, durch die große Mobilität der Menschen um die Erde, schaffen wir es dann eben auch die besten Bedingungen, dass solche Epidemien sich dann eben auch als wahre Pandemie einmal um den ganzen Globus ausbreiten können. HIV, Ebola, SARS. Was da draußen lauert, lagert zur Forschung auch hier. Insel Riems, Hochsicherheitsareal vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Jeden Krankheitserreger haben sie hier aber noch nicht gesehen. Man geht davon aus, dass etwa mehrere hunderttausend bis über eine Million Viren aus dem Säugetierbereich noch nicht entdeckt sind und damit natürlich auch noch keine Aussage darüber getroffen werden kann, ob sie potenziell auch für den Menschen gefährlich sind. Also es ist schon auch noch ein schier unerschöpfliches Reservoir, das da draußen schlummert. Und so wird Ihnen hier die Arbeit nicht ausgehen. Forschen, um zu verstehen, was da kommen könnte. Epidemien und Pandemien sind Teil der Menschheitsgeschichte und die werden sicherlich nicht jetzt aufhören. Das heißt also, wir müssen uns durchaus darauf vorbereiten, dass sowas wieder passiert. Die Pandemien des letzten Jahrhunderts wurden durch Grippeviren, Influenzaviren ausgelöst. Das ist im Moment ein bisschen in der Öffentlichkeit verschwunden, aber die sind bei mir ganz oben auf der Prioritätenliste, was die nächsten Pandemien angeht. Zurück zu den Rindern mit wenigstens einem Lichtblick. Bei der historischen Zoonose, den Masern, hat es 2500 Jahre bis zur Entwicklung von Impfstoffen gebraucht. Das immerhin scheint gerade schneller zu gehen. Da haben Sie auch nicht geglaubt, oder? Dass es mit der Impfung so schnell gehen würde. Nein. Also gerade wenn man sich die ganzen großen infektiologischen Killer anschaut, Malaria, Tuberkulose, HIV, aber auch Hepatitis C, Dengue, andere Viren, da haben wir gar keine Impfstoffe. Und wir forschen seit Jahrzehnten daran und es gelingt nicht. Dass gerade der RNA-Impfstoff funktioniert hat, der vorher in anderen Versuchen nicht funktioniert hat, war für mich überraschend.
Und daher war ich am Anfang auch sehr skeptisch, ob wir einen Impfstoff so schnell entwickeln können. Dass es gelungen ist, umso besser. Der Kollege, den Sie auch kennen und schätzen, hat ja gerade gesagt, es wird immer wieder passieren, wir müssen uns darauf einstellen. Sie sagen, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Was bedeutet das denn? Ist das gar nicht mehr aufzuhalten? Müssen wir immer wieder dagegen angehen, immer neue Impfstoffe entwickeln? Was heißt das mit dem Virus und mit weiteren, die kommen werden, und mit Mutationen zu leben? Ja, es sind zwei unterschiedliche Fragestellung für mich. Einmal, wir müssen aufpassen, dass wir nicht durch solche Zoonosen, wie in dem Beitrag angesprochen, dass wir immer wieder vor neuen Pandemien stehen. Es ist ganz klar, reden wir dann plötzlich über Artenschutz, Klimaschutz, dass wir aufpassen, dass wir da wirklich nicht zu eng in den Lebensbereich von Tieren eindringen. Mhm. Damit verwaltet man zum Beispiel auch eine Pandemie. Auf der anderen Seite, das Coronavirus ist nun mal in den Menschen gekommen und wir werden es auch nicht so leicht wieder loswerden. Uns ist nur einmal in der Menschheitsgeschichte gelungen, ein Virus auszurotten, und das waren die Pocken. Da war sogar unter dem Kaiserreich eine Impfpflicht. Und dann hatten wir 1979, 80, wurden Pocken, die Welt pockenfrei erklärt. Wir schaffen es einfach nicht, über einen Impfstoff so schnell ein Virus loszuwerden. Vielleicht irgendwann mal schaffen wir es auszurotten. Aber das wird uns jetzt nicht so schnell gelingen. Und daher müssen wir anfangen, mit dem Virus klarzukommen und hoffentlich dadurch, dass wir einen Impfstoff haben, der den Schweregrad heruntersetzt und wir milde Infektionen mit dem Coronavirus noch haben werden, aber die uns vielleicht nerven als lästigen Schnupfen, aber nicht mehr so schwere Verläufe oder gar Todesfälle bescheren. Was ist mit den Mutationen, vor denen alle so eine große Angst haben, weil man nicht weiß, wie schnell sie sich verbreiten, was die anrichten, ausrichten können? Naja, also das Viren mutieren ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Auch für SARS-2 sind über 5500 Mutationen bereits beschrieben worden. Daraus können sich solche Varianten bilden, wie wir das jetzt gesehen haben. Und wir müssen die ernst nehmen und beobachten. Und das machen wir ja sehr gut ja auch mit dem Surveillance-Programm vom Bundesgesundheitsministerium. Aber was wir ja sehen, ist, dass unsere Maßnahmen, die wir ergriffen haben, genauso gut gegen diese Varianten funktionieren. Varianten können wir nur ganz am Anfang im Keim ersticken. Wir werden es nicht schaffen, die komplett loszuwerden. Und irgendwann wird die dominanteste Variante, wie wir das nennen, also die sich am besten verbreitet, die wird auch die sein, die am häufigsten überall vorkommt. Das sehen wir sehr häufig bei der Grippe, dieses Verhalten auch. Wie gesagt, ernst nehmen, aber es ist keine Pandemie in einer Pandemie und es ist nicht etwas, womit wir jetzt im Moment gerade nicht auch umgehen können. Was Sie auch immer sagen, was ja eigentlich auch unbestritten ist, dass die Alten, das Pflegeheime, dass Menschen, die wirklich die Hochrisikogruppe sind, dass die einfach besser geschützt werden müssen. Wie ist das möglich? Also wie ist das rein praktisch möglich? Ja, also ein Faktor natürlich, der sehr einfach ist, wenn wir niedrige Infektionszahlen haben, sind auch die Heime besser geschützt, aber das ist in meinen Augen nicht genug. Wir haben mit der KBV ein Papier erarbeitet über 24 Seiten, um genau Vorschläge zu machen, wie man Altenheime besser schützen kann. Also das fängt an mit Besucherschleusen, mit Antigen-Schnelltests, wo Besucher erstmal getestet werden, bevor sie reinkommt, dass das Personal alle 2-3 Tage getestet wird auf das Virus im Pool-Testverfahren, dass FFP2-Masken verpflichtend sind für Personal und Besucher. Sie wissen, wie die Situation in Altenheimen ist, die Pflegesituation. Wie sollen die das denn gewährleisten? Das ist genau das Problem. Und wir haben eine endliche Zahl an Energie. Also wir haben nicht unendlich Personal und Möglichkeiten. Und ich würde mir wünschen, dass wir viel mehr Energie da reinstecken in den Schutz der Pflegeheime, Bundeswehr, THW, aber auch, dass man das Gesundheitsamt zum Beispiel entlastet, dass wir uns konkret um die Altenheime kümmern können. Also dass man redet auch von Covid-Guards zum Beispiel, wurden vorgeschlagen, die einfach bestimmte Konzepte umsetzt in diesen Altenheimen, damit wir die wirklich ein Risiko haben, daran zu versterben, dass wir die besser schützen. Und dass es geht, das zeigen einzelne Pflege und Altenheime. Und meinen Sie, also die logische Schlussfolgerung oder Konsequenz, dann, wenn das klappen sollte, wäre dann, dass einfach die Jungen auch wieder mehr Freiheiten haben? Nee, das habe ich ja nicht gesagt. Also
Ich habe dafür gesprochen auch, dass wir den Lockdown ja im Moment, hatten wir am Anfang der Sendung. Also Lockdown und Altenheime besser schützen. Genau, im Moment sind 82% der Todesfälle passieren in Altenheimen. Mhm. Mhm. Und wir haben nur vereinzelt Altenheime davor geschützt, dass wir dass das Virus dort nicht eingetragen wird, aber meistens nicht. Und da ist es für mich überraschend zu sagen, es geht nicht, wenn es noch nicht mal probiert wird. Mhm. Wir können natürlich stundenlang weiterreden, aber als nächstes Mal kommen Sie dann zusammen mit Professor Drosten. Sehr freue ich mich schon drauf, möchte ich auch dann gerne dabei sein. Danke für Ihre Auskunft, jetzt können Sie zurück zu Ihrem Hund und sich entspannen. Ihnen wunderbar. Danke fürs Zuschauen, jetzt kommt Ihr Landesprogramm, morgen kommt Susanne Holz, freue ich mich auch schon drauf. Schönen Abend noch.